Alle! Geil! Wir sind ja heute hier, zweiter Tag beim Noel Fishing Cup hier auf Titran Rohrbur. Das ist Helge und Helge wird heute mit mir, Fred und unseren beiden Gästen zusammen eine Art Guiding-Tag machen und uns das Angeln auf Großlänge erklären. Ja. Helge, kurz vorab, wir sind nicht in der Wertung. Helge, kurz vorab, was bedeutet Großlängeangeln? Wir angeln mit großer Haken, ganze Seelachse, auf tiefes Wasser. Ja. Und schwersten Gerät? Ja. Schwersten Gerät. Was meinst du? Kriegen wir heute welche? Ja, kann ich 95% garantieren. Alles klar, ihr habt gehört, zu 95% seht ihr nachher den ein oder anderen Längen. Wie groß die sind, warten wir mal ab. Ja, 1,50 Meter. Vielen, vielen Dank, Helge. Ich freue mich auf den geilen Tag. Und ja, ihr werdet gleich sehen, was passiert. Ja. Auf geht's. Köhler gefangen, wir fahren auf Längen jetzt. Sehr gut. Jan Ohles, erster Länge im Drill. Ja, da guck mal, nimm das Schnur, guck mal hier. Auf ca. 125 Meter. Und der geht schon ordentlich ab. Jan Ohle hat gerade schon geschrien, ja, ja, geil, geil, aber da hatte ich die Kamera noch nicht an. Ja, wir sind ja hanseatisch zurückhaltend. Ja, hanseatisch zurückhaltend. Das hast du gerade mal kurz verlassen, diese hanseatische Zurückhaltung. Sehr, sehr geil. Nein, nein, nein. Drauf. Pump, du Luder, pump! Das ist die rote Schnur, jetzt haben wir noch 15 Meter. Vielleicht müsst ihr kommen. So, Leute, einmal ganz kurzer Schwenk hier. Wen haben wir dazu verdanken? Dem Helge. Helge, hier auf Titran Rohrbur, Harvest Center. Angeguide, könnt ihr buchen, müsst ihr machen, oh, ist richtig Meter. Geil. Da kommt der Luder gleich. Jan Ohle, was ist das? Das ist geil, Mama! Aber ist alles okay. Ah. So, Jan Ohle, wir sind an unserem Lenkplatz angekommen. Jan Ohle hat seinen ersten Längen im Drill. Oh, Junge. Das ist eine Arbeit. Das war noch nicht die rote, die ich haben wollte. Guck mal da hin, guck mal da. Ah, da ist er. Oh. Schönes Tier. Leck mich am Arsch. Schönes Tier. Leck's mir am Arsch, guck dir das mal an. Was ist das denn? Sind wir hier beim Whale-Watching oder was? Nein, der ist ja noch gar nicht ganz so groß, aber das ist der erste Fisch des Tages und er hat die Metermarke geknackt. Noch definitiv. Mal, ne? Sehr geil. Ist, ja, ne? Nee. Ein Fünf, nicht mehr? Nein, ich angeln, Köder wieder wiedernehmen. Helge, der erste Fisch ist gefangen, 1,38. Okay. Dürfen wir noch einen? Ja, jetzt fangen wir einen 160 cm. So, unser Geiz hat schön Fisch dran. Ich muss mal hier kurz herlatschen. So. Jetzt können wir nur hoffen, dass er den rauskriegt. War ein super Biss. Und er hat richtig
Action an der Rute. Oh ja. Oh ja. Yes, oh ja. Oh Junge, 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 Junge. Das ist ein Lenk, meine Lieben. Ja. Freue ich mich für ihn. Guck dir das Ding mal an. Oh, das ist geil. Oh, Helge, wie kriegst du das Ding dann so einfach hochgehoben? Guckt euch das Gerät an. Geil. Super geil. Geiler Typ. Helge, Glückwunsch. Petri. Danke. So, ihr Lieben, das war heute ein richtig geiler Tag. Ich würde sagen, Ole, Helge, Carsten, super geiles Team heute. Wir haben richtig viel Spaß gehabt und unseren Ole, den haben wir heute richtig an den Fisch gebracht. Den hast du vor allen Dingen richtig an den Fisch gebracht. Alles, was wir beangelt haben, ja, hat er auch gefangen. Ja, Ole hat neue PBs, 2 Stück, Pollack, Lenk. Ich habe Fisch 1,50 Meter, Lenk, große Pollacks. Ja. Ein guter Tag. Ja, also wir haben heute wirklich tolles Lenkfischen gemacht, unter schweren Bedingungen, aber gut, wenn man so einen Guide dabei hat, dann kriegt man trotzdem seine Fische. Und dann haben wir uns noch ein bisschen Köhlerangeln gegönnt und ein bisschen Pollackangeln. Guten Morgen, ihr Lieben. Fred und ich stehen auf dem Boot. Nach mehreren Tagen schlechtem Wetter ist es jetzt umgeschlagen. Fred, was haben wir für ein Wetter? Heute haben wir Traumwetter. Heute heißt es einsammeln, ernten. Also kann gar nichts mehr passieren. Ein paar schöne Fische haben wir schon gefangen. Ja. Also ich bin so zufrieden, diese Frequenz ist sehr schwierig, hatten aber auch richtig scheiß Wetter, immer viel Wind gegen den Drift und alles, aber es gehört halt dazu, ist halt Norwegen. Aber ihr seht, ich habe noch jetzt, auch wenn die Sonne scheint, Kapuze auf, hatten heute Nacht minus 1 Grad, also subtropische Temperaturen. Genau. Carsten, ich würde sagen, wir starten. Gestern Abend hat es noch ordentlich geschneit, jetzt ist Ententag angesagt, draußen wird natürlich noch ein bisschen Welle sein, aber das beruhigt sich und wir haben heute geile Aussichten. Bis dann, Leute. Wir hoffen, wir können euch gleich noch ein paar tolle, bewegte Bilder zeigen. Komm, alle. Lass knallen. Yes, baby. So, der Freddy hat seinen ersten etwas besseren vielleicht dran. Ja, wie kämpft der nicht mehr, ne? So, ihr Lieben, hier das Ergebnis von seinem Drill gerade. Zeig her das gute Stück. Alter! Geil! Absolut geil! Und jemand kommt der Fisch. Was hat Carsten morgen gesagt? Schön wäre noch ein großer Seelachs. Mit der Größe bin ich schon mehr wie zu fahren. Der hat die Metermarke. Fettes, fettes Petri. Aber geiler Fisch. Absolut. So, komm, weiter geht's. Yes! Oh, yes! Ich mach an. Ach, kriegst du ja an, ne? Der ist gut. GoPro läuft. Oh ja. GoPro Aufnahme. Ah, da ist er. Guck mal, Leute, da hinten. Schönes Ding. Geil. Yes, was ein geiler Tag. Alter, geht er rein. Yes. Das ist nicht ganz so stark, wie der gerade der abgegangen ist, aber auch gut. Da ist er. Nummer 1, der rausgekommen ist. Yes. Geil, geil, geil. Ja, an dieser Stelle übrigens nochmal an Dave von Tokoyo. Vielen, vielen Dank. Ich habe meine Schnüre jetzt den ganzen Urlaub durchprobiert. 9 Tage lang. Bin super zufrieden. Gerade an der Spinnrute richtig geil. Also Hut ab für deine geilen Japan-Schnüre. So, ihr Lieben, wir sind jetzt so gut wie fertig hier mit dem Angeln. Wir haben heute einen super geilen Angeltag gehabt. Fred, was haben wir alles gefangen? Wir haben gefangen Seelachs, Pollack, Dorsch, Lump. Ja. Gelenk hatten wir heute noch nicht, ne? Ja, Gelenk sind wir auch nicht gegangen. Aber heute war so geil auf Gummi, das hat nur rasiert. Boah. Aber wir haben, glaube ich, zu 70, 80% mit Gummi gefischt, ne? Nee.
Ja, oder mehr. Ganz, ganz viele tolle Dorsche. Ein paar richtig gute Pollacks hat der Fried gefangen. Und Seelachs 1,11 Meter. Das ist natürlich grandios stark. Wir werden jetzt den Heimweg antreten, vielleicht noch einmal am Pollackfelsen halten. Und aber dann war es das für vielleicht. Heute. Aber nur vielleicht. Ja, wir hoffen, euch hat der Tag mit uns gefallen hier auf hoher See. Und wir fahren jetzt rein, wir müssen noch jede Menge filetieren. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Vorbei. Big Five Cup, Big Five Glory Cup hier auf Titran Rohrbur 2024 ist somit beendet. Heute wurde noch mal der eine oder andere Fisch gemeldet und hat auch noch im Ranking noch was verändert. Ich möchte uns auch noch mal ganz, ganz herzlich gerade als Mitveranstalter bedanken bei dir. Du hast uns gut betreut. Ich sage alle, die nicht haben. Natürlich auch Grüße an Magna und Nils, die Besitzer dieser Anlage hier, und an Johann, die gute Seele hier, auf Platz 3. Und damit, der erste mit Preis auf beseelte Platz ist das Boot 6. René Rathay, Thorsten Braun, Timo Subia mit 397 Punkten. Ja, ihr wurdet heute am letzten Wertungstag von Platz 2 verdrängt. Tut mir sehr leid, aber hey, Platz 3 ist richtig geil. Das zweitplatzierte Boot, da bekommen alle drei Teilnehmer die Okuma Salina SA 6000, bespult mit einer entsprechenden 021er Schnur von Suffix. Also eine tolle Rolle, ungefähr 200 Euro UVP. Alle drei Besatzungsmitglieder bekommen alles das Ding geben. Für einen hervorragenden zweiten Platz. Ich würde mal sagen, die Jungs haben richtig abgelost. Die haben gestern eine total falsche Entscheidung getroffen, nach Hitra rüber zu fahren. Ja, und nichts gerissen. Aber heute mit solchen Kokonos nach Hause gekommen und 1,50 Meter Länge noch gefangen. Weitere Wertungsfische und somit sind auf Platz 2 am letzten Tag vorgeschoben. Boot 3 mit Florian Müller, Erik Behrens und Lukas Schröder mit 462 Punkten. Hey! Sehr geile Nummer. Ja. Glückwunsch zum zweiten Platz. Geil gemacht, Renner. Geiler Tag heute. Jetzt kommen wir zu den Gewinnern des Big Five Norway Cup auf Titran Rohrbur 2024. Und das war ein Start-Zielsieg, mehr oder weniger. Es gab nicht einen Tag, an dem jemand vor euch lag, der offiziell die Wertung mitgefischt hat. Boot 1 gewinnt den Big Five Norway Cup 2024. Unter tobenden Applaus Mario Schmidt, Anja Schmidt und Markus Müller mit 485 Punkten. Hey. Glückwunsch. So, da wir ein Internetproblem hatten, konnten wir den Gutschein für euch über eine Woche Titran Rohrbur mit Haus und Boot, den habt ihr gewonnen, für bis zu 6 Personen, also ihr könnt jeder noch eine mitnehmende Person oder euch alleine gut gehen lassen, nicht ausdrucken könnt. Das heißt, wir übergeben euch heute die Medaillen und morgen euren Gutschein. Vielen Dank dafür übrigens nochmal an den Sponsor und Mitveranstalter Titran Rohrbur Harvest Center. Vielen Dank. Hey,
den Markus, da kannst du ja wieder ein Messer rausspringen. Glückwunsch. Danke. So, das war der offizielle Teil des Big Five Cup 2024. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Ich hoffe, wir haben nächstes Jahr besseres Wetter. Helge, nochmal vielen, vielen Dank. Und ich denke auf die gesamte Veranstaltung, auf alle Teilnehmer, auf die tollen Gewinner und auf die Mitveranstalter und Sponsoren von der Anlage hier, Titan Robo Harvest Center. Ein dreifach kräftiges Pindli! Hi! Pindli! Hi! Pindli! Hi! Danke! Bitte! Sauber! Der Grill ist gleich eröffnet. Wir schmeißen das erste Fleisch drauf und dann nach und nach kann gegessen werden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Super! Carsten, wann fahren wir eigentlich nächstes Mal nach Tidran Robur zum Big Five Cup? Im März 2025. Anmeldung ab sofort möglich. Und nimmst du mich dann auch wieder mit? Aber selbstverständlich, Fred. Big Five Cup ohne dich, dann ist ja nichts, ne? Nee. Schon alleine diese ganze Empathie, die wir ausstrahlen, ne? Also, was für ein geiler Fisch. Guter Pollack. Guter Pollack. Anmelden könnt ihr euch per E-Mail bei info@kajo-angelsport.de oder Facebook Kajo Angelschule, Kajo Angelsport oder Carsten. Dann schreiben gerne auf Fried Kutowski. Big Five Cup 10 Tage lang vor Frohjahrsküste auf Titran Robo Harvest Center. Erster Preis fürs Gewinnerboot. Eine Woche Titan Robo Urlaub mit Haus und Boot. Und? Dann geht's weiter. Ein Guiding. Und ein Guiding auf großen Katamaran mit allem drum und dran. Wert von 1.200 € on top für den ersten Platz. Und da kommt der Aufbruch. Und jetzt zeige ich euch den mal. Yes. Ja, guckt euch mal diese Pollack an. Oh, mit einer Granate. Was für eine Granate, Leute. Guckt euch mal diesen Fisch an. Ah. Und wenn ihr auch mal so einen fangen wollt, was für ein Pelle. Wenn ihr auch mal so einen fangen wollt. Big Five Cup, Big Five Noah Cup, Titan Rohrbuhr. Meldet euch an, informiert euch bei uns. Eine richtig coole Nummer. Letzter Tag heute. Und dann nochmal so eine schöne Angelei. Geil. Ah. Ganz dickes Petri, mein Lieber. Dankeschön, mein Junge.